Moin ihr Zuckerschnecken. Heute quatschen wir kurz über die Europa League Spiele zwischen Leipzig und Atalanta und Frankfurt und Barcelona gestern. Viel Spaß. Beginnen wir bei Leipzig gegen Atalanta. Was ein cooles Spiel. Ich meine, für beide Mannschaften war mehr drin und beide haben nach einem Unentschieden noch alle Chancen im Rückspiel. In der 17. Minute erzielt Muriel das 1:0 und was für ein phänomenales Tor. Er tankt sich auf der linken Seite durch, schlänzt den Ball schön ins lange Eck. Weltklasse. Präzision und Power im Schuss. Bombe. Aber man muss auch einfach mal erwähnen, was Muriel drauf hat, wenn er in Form ist. Das können nicht viele, wirklich nicht. Einfach wow. Nur 2 Minuten später kam Muriel wieder zum Abschluss, diesmal verfehlte er das Tor aber knapp. Leipzig zeigte sich aber nicht sonderlich beeindruckt. Das Spiel ging eher weiter hin und her. André Silva hatte die dicke Chance auf den Ausgleich, scheiterte aber am Pfosten. Daraufhin nahmen beide etwas Tempo aus dem Spiel. Was aber nicht heißen soll, dass es auf einmal ein langsames Spiel war oder es komplett abflachte. Definitiv nicht. Beide versuchten nur etwas mehr Fehler zu erzwingen. Kurz vor der Pause scheiterte auch Pessina am Pfosten. Atalanta ging also mit 1:0 in die Pause. In Halbzeit 2 versuchte Leipzig dann die Defensive von Atalanta zu brechen. Und Atalanta lauerte auf Kontermöglichkeiten. In der 58. Minute ging es dann aber zur Sache. Ein Foul von Demiral an Nkunku führt zu einem Elfmeter für Leipzig. Den Elfmeter kann man definitiv geben. Es war zwar nur ein leichter Kontakt, aber schon entscheidend und deshalb geht der Elfmeter klar. Auch wenn Nkunku ein bisschen theatralisch fällt, aber das geht schon in Ordnung. André Silva tritt an und scheitert an Juan Musso, der sogar noch den Nachschuss bzw. den Kopfball parierte. Einfach nur eine phänomenale Parade. Doch aus dem resultierenden Einwurf entstand dann das 1:1. Flanke Angelino, Zappacosta stellt sich etwas doof an im Strafraum gegen Orban und spielt den Ball mit dem Knie ins eigene Tor. Atalanta erhöhte den Druck nach dem Ausgleich, spielte dann wieder aggressiver nach vorne. Scalvini scheiterte aus knapp 8, 9, 10 Metern frei vorm Tor und Kurt Meiners trifft kurz darauf den Pfosten. Danach wurde das Spiel etwas ruhiger. Leipzig hatte noch einen Lattentreffer durch Szoboszlai und ein weiterer Schuss der Leipziger wurde in der Schlussphase auf der Linie gerettet. Aber alles in allem geht das Unentschieden definitiv in Ordnung. Wie gesagt, für beide wäre mehr drin gewesen, aber man muss sagen, Atalanta war für mich die etwas bessere Mannschaft, aber es war definitiv nicht deutlich. Die Wechsel von Atalanta haben mir nicht so gut gefallen. Zum Beispiel war Zapata, finde ich, sehr, sehr schwach und Muriel hat nach seiner Auswechslung sehr gefehlt, das hat man gemerkt. Ich freue mich aber auf das Rückspiel in Bergamo, denn die beiden Mannschaften wissen definitiv, wie man ein spannendes Spiel auf die Beine stellt. Aber kommen wir zum Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona. Die erste Torchance hatte Barca. Ein schöner Distanzschuss von Ferran Torres wurde durch eine noch schönere Parade von Trapp zunichte gemacht. Danach allerdings kam nicht mehr so viel von Barca, aber dafür von Eintracht. Die Frankfurter verlagerten das Spiel immer wieder nach außen und das war eine gute Idee, weil die Katalanen da ihre Schwächen zeigten. Die Eintracht erspielte sich einige Chancen. Die dickste hatte So in der 6. Minute. Er kam komplett frei zum Tor zum Abschluss und das Ding musste er eigentlich nutzen, aber er schoss den Ball daneben. Schade, denn solche Dinger musst du in solchen Spielen machen. Das soll jetzt keine krasse Kritik sein, aber wenn du gegen größere Mannschaften spielst, dann sind das Chancen, die du nutzen musst. Aber Frankfurt war trotzdem unbeeindruckt und versuchte weiter ihr Spiel zu machen. Barca hatte gewohnt viel Ballbesitz, kam aber nur selten zu Chancen. Aubameyang hatte eine gute Chance, aber schoss Trapp an, aus relativ spitzem Winkel. Kurz vor der Halbzeit pfiff der Schiedsrichter den Elfmeter für Frankfurt, aber nach Überprüfung mit dem VAR gab es den Elfmeter nicht. Eine strittige Entscheidung, aber ich finde, das geht so klar. Busquets spielt den Ball und geht nicht überhart rein, deshalb ist die Entscheidung okay. Als Frankfurt-Fan würde ich wahrscheinlich was anderes sagen, aber man kann es vertreten. Also ging es mit 0:0 in die Halbzeit. Halbzeit 2 begann mit einem Knall. Ansgar Knauf war es nämlich, der den Ball überragend ins Tor knallt. Er bekommt den Ball nach einer Ecke vor den Strafraum, nimmt ihn Volley und erzielt das 1:0. Ein wunderschönes Tor. Nach einer knappen Stunde wechselte Xavi dann De Jong und Dembélé ein. Und daraufhin begann Barca dann auch mal Fußball zu spielen. Und kurz darauf fiel auch das 1:1. Ferran Torres veredelte einen überragend gespielten Angriff. Das war Barca at its best. Und da hatte die Eintracht abwehr nicht viel gegenzusetzen. Das war einfach überragend gespielt. Daraufhin wurde das Spiel aber etwas ruhiger. Tuta holte sich in der 78. Minute dann eine gelb-rote Karte ab, aber Barcelona konnte die Überzahl nicht richtig nutzen. Die Eintracht hat insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und es wäre tatsächlich mehr drin gewesen als ein Unentschieden. Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Frankfurter überragend. Ich bin gespannt, ob man im Rückspiel nochmal so eine Leistung abliefern kann. Ich denke, die Frankfurter werden es sehr, sehr schwer haben in Barcelona. Es wäre echt gut gewesen, mit einer Führung ins Rückspiel zu gehen, aber man hat gesehen, dass Barca verwundbar ist. Im Endeffekt haben wir aber 2 gute Spiele gesehen gestern und können uns auf 2 spannende Rückspiele freuen.
Aber wie fandet ihr die Spiele? Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst auch gerne ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Ich danke euch fürs Zuschauen, macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao ciao.